Das ist wirklich was ganz Außergewöhnliches, was wir jetzt für Sie haben. Schüler 6. Klasse bewirbt sich an seiner Schule als Lehrer. Ist kein Quatsch, Musab Cengiz ist stark in Mathe. Und weil in dem Fach genau wirklich einiges an Unterricht ausfällt, regelmäßig an der Gertrud-Bäumer-Realschule in Gelsenkirchen, hat er sich beworben. Und die Schule, ja, die hat das Hilfsangebot auch angenommen. Im Förderunterricht wechselt der 11-jährige Musab deshalb jetzt regelmäßig die Rollen. Zehner auf- oder abrunden? Bei den Zehner. Auf die 100er oder auf die A-10er? Auf die 100er. Fünfklässlern im Mathe-Förderunterricht helfen ist die Leidenschaft des 11-jährigen Musab. Er selbst besucht die 6. Klasse. Jetzt rundet man ab. Auf welchem Tisch steht hier? Lies mal kurz die Aufgabe. Ich finde es schön, weil ich kann dann das, was ich gelernt habe, weiter erzählen, sodass auch andere es lernen. Lass dich dann bitte ohne Fehler vor. 5.336.354.100. Ja, den fällt schwer, an der Stellenwerttafel mit 100 Billionen, 100 Milliarden und so zu arbeiten. Musabs Unterstützung bei der Stellenwerttafel ist sehr gefragt. Die anderen haben das Gefühl, Mathe mit Musab einfach besser zu verstehen. Mathe ist auch so schwierig, weil es da viel zu viele Rechenwege und so gibt. Manchmal, wenn man Arbeiten schreibt, ist man dann sehr nervös und dann hat man auch Angst, dass man was falsch macht. 790.000.000. Er nimmt sich nicht Zeit für sich, sondern er nimmt Zeit für andere. Und hat auch viel, viel mehr Geduld als die Lehrer mit uns. Und man kann auch sehr viel Spaß mit denen haben und erklärt auch sehr gut. Das Besondere, der 11-Jährige hat sich beim Schulleiter mit einer richtigen Bewerbung vorgestellt. Seit Anfang des Schuljahres fällt nämlich Mathe ständig aus, weil eine Stelle nicht besetzt ist. Lehrermangel ist schlecht, weil dann die schwächeren Schüler, die so nicht so gut sind, weniger lernen können. Und die, die lernen wollen, auch nicht lernen können. Eine schriftliche Bewerbung um eine Lehrerstelle von einem Schüler, das imponierte dem Kollegium. Und hier kommt jetzt einmal ein Schüler um die Ecke, der nicht fragt, was kann die Schule für mich tun, sondern was kann ich für meine Schule tun. Und das kommt nicht allzu häufig vor, dass man so ein Engagement bei diesen Schülern findet. Mit seiner schriftlichen Bewerbung konnte Musa bei den Lehrern punkten. Da es nicht viele Lehrer gibt, bin ich ideal. Ich bin zwar erst 11, aber ich bin kostenfrei. Ich wäre Ihnen viel zu dankbar, wenn ich für ein paar Tage, Monate als Lehrer arbeiten dürfte. Der Sohn türkischer Einwanderer hilft jetzt im Förderunterricht. Mathe ist einfach seine große Leidenschaft. Musab, wie würdest du die Aufgabe 68 plus 44 minus 67 rechnen? 68 ist von minus 67, weil da bleibt eine 1 über und 1 plus 44 ist einfach nur 45. Genau. Manchmal stellt er sich vor, wie es wäre, als richtiger Lehrer Mathe zu unterrichten. Aber wird das wirklich sein Beruf? Schließlich hat er viele Hobbys. Ich weiß doch gar nicht, ob ich Lehrer werden will. Vielleicht werde ich ein Fußballer oder ein Koch. Weil Kochen macht mir sehr, sehr Spaß und ich esse sehr, sehr gerne. Für die Berufswahl bleibt noch etwas Zeit. In der Schule kann Musab das tun, was er fast noch lieber mag als Mathe, mit den anderen draußen toben. Mein Deutsch. Tja, Fußballer, Koch oder Mathelehrer, wirklich starke Geschichte. Zu den Nachrichten, Lukas.